halbe Stunde lang saß den Bayern bei jedem Schalker Konterzug die Angst im Nacken, bis der Däne Hansen den ehrgeizigen Nick nur zum ersten Mal bezwingen konnte. So wuchtig köpfte der Verteidiger ein. Wenig später bewies der Student Paul Breitner sein psychologisches Geschick. Er rannte in die Lücken, unaufhaltsam. Da schockte ausgerechnet der Ex-Münchner Fischer die siegesbewussten Bayern. Die Spannung sprang plötzlich wieder auf den Rasen, bis Hoffmann einen Pass verlängerte, 3:1. Und dieser Pass kam von Gerd Müller. Die Bayern aber machten weiter Jagd nach dem 100. Tor. Sie wollten den neuen Rekord. Uli Hoeneß, der Jüngste und der Fleißigsten einer, schaffte es. Eine Minute vor dem Ende. Franz Beckenbauers 5:1. Der Kapitän setzte den Schlusspunkt.